Ja, hallo. Ich grüße euch. Ja, der Herbst hat uns voll im Griff. Nicht nur, dass die Temperaturen zurückgehen. Wir hatten jetzt auch echt viel Regen. Aber das gehört halt auch irgendwie zum Herbst dazu. Und der Lohn, diese saftigen Wiesen nochmal. Die Wiesen, die im Spätsommer gemäht wurden, die haben jetzt natürlich nochmal ganz sattes Grün. Und es gibt ganz viele Gräser, Klee. Es gibt die schönsten Kräuter auf der Wiese. Und das Grünfutter ist jetzt auch nicht mehr so eiweißhaltig, das Nachgewachsene. Es ist halt nochmal mega gesund für unsere Meerschweinchen. Und gerade jetzt im Herbst, ja, natürlich wird es jetzt draußen ein bisschen unbequemer. Aber eigentlich ist das jetzt für die Tiere nochmal eine tolle Jahreszeit. Es ist noch nicht so kalt. Manchmal kommt die Sonne raus, die dann auch noch wärmt. Und die große Hitze ist vorbei. Glaubt mir, der Herbst ist für die Tiere tausendmal besser als der Sommer. Ja, mit der ganzen Hitze, da haben sie doch immer arg zu kämpfen. Und ja, einfach vernünftig angezogen. Man sieht zwar immer aus wie so Mauschel, wenn man nach Hause kommt, aber ich versuche wirklich trotzdem jeden Tag loszugehen. Das Schwierige für mich wird natürlich jetzt, dass der Tag immer kürzer ist. Ja, wenn ich von der Arbeit komme, 18:30 Uhr, dann ist nicht mehr viel mit Licht. Aber da müssen wir halt auch durch, ja. Aber ansonsten ist der Herbst ein bisschen eine Herausforderung. Aber zum Schluss ist es ja auch gesund, dass wir an die frische Luft gekommen sind. Und also tun die Meerschweinchen ihres dazu, dass wir auch fit bleiben, wenn wir sie vernünftig ernähren und wenn wir ihnen einen vernünftigen Lebensraum gestalten. Jo, ich werde jetzt erstmal nach Hause. Ich hoffe, ihr kommt mit. Und ja. Ich zeige euch mal noch das unbequeme Leben im Herbst mit dem Meerschweinchen. Bis gleich! Es fängt schon wieder an zu regnen. Ja, das ist halt der Herbst. Aber glaubt mir, wenn ihr losgeht und trotzdem Grünes sammelt und auch Zweige mitbringt, die Meerschweinchen werden es euch danken. Und wenn die jetzt ein vernünftiges Außengehege haben, dann kommen sie mit dem Herbst sehr, sehr gut zurecht. Also ich achte zum Beispiel immer darauf, dass in dieser großen Voliere bei den Buben, wo es ja auch reinregnet in den großen Freiraum, da achte ich eben darauf, dass es nicht schlammig ist. Ich tue in der Zeit Sand in das Gehege, damit sie nicht im Schlamm rumlaufen müssen. Unten ist ja das Gehege fast komplett gedeckt, da ist es halt leicht. Man muss darauf achten, wenn man Ruheplätze hat, wo Einstreu ist und Stroh, dass das nicht feucht ist. Also darauf musste man im Herbst schon achten. Ich tue im Herbst auch immer am Abend etwas Heu in die Schutzhütten, erstmal damit wir die Meerschweinchen wieder an die Schutzhütten gewöhnen. Und viele gehen ja jetzt auch zurück in die Schutzhütten, dass sie auch nachts ein bisschen Heu zur Verfügung haben. Ja, das mache ich. Dann darauf achten, wer die Ernährung langsam umstellen möchte, auf, wie sage ich immer so schön, auf Konserve. Also wir müssen ja dran denken, dass wir im Winter nicht immer Wiese sammeln können. Also sollten sie an Kohl gewöhnt werden. Sie verschmähen natürlich auch jetzt keine süße Paprika. Und ich bin der Meinung, wenn man einen Apfelkuchen gebacken hat, dann dürfen sie auch die Schalen von dem Apfel haben. Also ein bisschen Zucker schadet auch nicht. Immer dran denken, die Menge macht das Gift. Ja, ja, dann möchte ich euch mal verabschieden.
aus dem verregneten Herbst hier. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und rafft euch auf, eine Jacke an, vernünftige Schuhe und raus in die Natur. Das tut euch gut, das tut dem Meerschweinchen gut. Und dadurch bleiben wir alle fit und gesund, wir Menschen sowie auch die Meerschweinchen. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt endlich verabschieden, bevor ich hier klatschnass bin. Wie immer mit den Worten, liebe Grüße, euer Frank. Ciao.